Kinderspiel. Ich bin gerade am Erklären, Herr Claptrap. Ja, jedenfalls hätte ich es damals irgendwie gefunden, hätte ich es wahrscheinlich verkauft, allein wegen der Kapazität. Das finde ich immer, ja, das find ich immer irritierend am Borderlands, wegen der Fülle an Waffen etc., die man findet, da irgendwie noch durchzusehen, was irgendwie gut ist und was nicht. Ja, das stimmt. Er hat gesagt, es kitzelt. Er hat bei mir jetzt gerade Säureschaden, aber warum? Oh, ich habe eine Korrosionswaffe, glaube ich. Habe ich dir auch gesagt? Dein Scharfschützengewehr? Nee, ich hatte jetzt eine Pistole gerade. Piu! Oh, das Scharfschützengewehr, das gefällt mir aber nicht so. Ist wahrscheinlich nur gut, wenn man irgendwie so im Halbnahkampf ist. So ist das nicht so cool. Hat er gerade sein Iridium ins Feuer geschmissen? Ich weiß es nicht. Wenn ja, war das dumm. Geschlägt. Wo gerade geschlägt? Ich sehe es. Du leuchtest lila. Ja, lila ist das neue In. Neue In-Farbe. Neue Trend. Der Trend geht zum Gesleckt werden. Danke. Bitte schön. Das schaffe ich. Wenn er nicht wegläuft. Ich bin da. Hör auf wegzulaufen. Oh, Digga! Verdammt. Den habe ich erwischt. Übrigens ist es auch ganz interessant, die sagen immer, also wenn mein Charakter was sagt, das kann sich dann von dem unterscheiden, was zum Beispiel jetzt Rübzi hört, was ich sage. Genau. Das habt ihr vorhin schon einige Male mitbekommen, wo sie dann sagte, jetzt komme ich natürlich auf keine Logik, die die sagen. Ja, wenn sie was sagte, was irgendwie nicht zu meinem Sound passt. Also das sage ich dann nicht, weil ich bekloppt bin. Also das bin ich ja schon ein bisschen, aber dann, weil mein Charakter irgendwas anderes gesagt hat. Oder gehört hat. Ja. Wobei jetzt die Story-Elemente immer gleich sind. Es ist dann nur das, was eben nichts mit der Story zu tun hat, sondern das, was die Gegner sagen, wenn sie getroffen werden oder was die Charaktere sagen, wenn sie jemanden erschießen. Genau, so zum Beispiel könnte der Gegner jetzt bei mir sagen, ich schmecke köstlich. Und dann sagt er bei der Tia halt, nein, ich brenne. Oder so. Meine Comic-Sammlung war noch gar nicht komplett. Ja, irgendwie so. Hier hinten ist übrigens noch eine Loot-Kiste, falls dich das interessiert. Wo bist denn du? Ach, so. Da hinten. Ach, du hast da hinten gar keine Augen, haha. Nein, das würde auch doof aussehen. Eigentlich ist das hier doch ein perfekter Ort für ein Kammersymbol. Ja, ist aber leider nicht. Was haben wir denn da drin? Verbraucht 3 Muni pro Schuss. Finde ich immer schon nervig. Weil, ja. Sei denn, also es ist schon nervig, aber wenn die jetzt halt andere geile Stats haben, dann ist es natürlich wieder cool. Das stimmt. Aber in der Regel, wenn ich immer schon sehe, was ich 3 Muni verbrauche, dann bin ich immer schon sehr abgeneigt, weil das der bezieht. Es gibt ja auch Waffen, das habe ich in einem Waffenguide gesehen, die teilweise überhaupt keine Munition beim Schießen verbrauchen. Also wo irgendwie jeder dritte Schuss keine Munition verbraucht. Das steht dann aber nicht in den Stats drin. Also es ist dann irgendwie ein Waffenhersteller und ein Modell, was das macht. Ich habe das jetzt natürlich nicht im Kopf, welches das ist, aber ich glaube, hier hinten waren auch überall so Kisten, bla. Da ist noch ein Müllcontainer. Ach nein, diese Sniper, die ich da habe, die gefällt mir nicht. Ich muss mal gerade kurz wechseln. Das ist irgendwie nicht so das Wahre. Das ist ein gutes Verkaufsobjekt, aber das war's dann auch. Ich nehme die mal. Sieh dir ihre Gesichter an, Kotti. Sieh sie dir an. Kann ich direkt mal testen? Wo haben wir denn hier jemanden, an dem wir es testen können? Ich
frag mich gerade, wo die auf mich schießen. Also den einen von oben. Klar. Die müssen oben irgendwo sein, oder nicht? Links. Ach, da direkt. Ja, können mir auch mal einer sagen. Warte mal, ich muss zu dir runter, damit du mich heilen kannst, ne? Nein, muss ich nicht. Nee? Was war das denn jetzt gerade? Ich muss mich heilen, schnell. Ich kann dich nicht... Ach, danke. Jetzt. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen nervös gemacht. Jetzt musst du aber runter. Ja, ja, klar. Kein Ding. Scheiße. Und dann seht ihr, wie wir das zweite Mal sterben, weil hier ist nur ein Super Badass. Den kriege ich nicht platt. Schnell, 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 schnell. Ich dachte, ich durfte nicht mehr drücken. Ich habe dreimal E gedrückt. Das hol dich ab. Wieder teuer. Erst wird er teuer und du bist doch, glaube ich, jetzt sonst wo, weil dein nächstes Spawnpunkt so weit weg ist. Ganz am Anfang wieder. Da, wo wir eben gespawnt sind auch. Aus Solidarität komm ich. Ah, du bist da oben, okay. So ein Scheiß. Ich habe jetzt auch nicht geguckt, wie teuer das war, sonst würde ich mich nämlich ärgern. Warte, ich schieß mal kurz auf. Warte, 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 warte. Ah, so. Verdammt. Ärgerlich. Okay, zweimal gestorben. Wir können ja mal einen Counter machen. Also, zweimal gestorben sind wir jetzt. Vielleicht merken wir uns das im Laufe des ganzen Let's Plays. Wie gefällt dir meine Knarre? Naja, sie ist zwang. Nee, Quatsch. Ich bin schon ganz durcheinander. Sie ist lang und zweiläufig und lang. Und aus Holz. Und heiß. Ja, willst du mal anfassen? Na, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? In welche Richtung? Hier lang. Nach da. Das Geile ist übrigens, je öfter man so Sachen langläuft, man vergisst immer was. Immer. Das ist grundsätzlich so. Da kann man irgendwie so gründlich suchen, wie man will. Ich kann mich entsinnen beim ersten Durchlauf. Deswegen haben wir den ersten übrigens auch nicht aufgenommen. Ja, guckt man so viel in alle Kisten und tauscht so viel hin und her, dass in Let's Play da, glaube ich, relativ anstrengend und langwierig wäre. Ja. Ja, und inzwischen, wie gesagt, ja genau, hat man ja so ein bisschen drauf, was man hier so zu tun hat und wo man hin soll und etc. Wie oft ich ihn am liebsten umgeschubst hätte, wenn er Waffen verglichen hat. Weil er Waffen immer sehr lange verglichen hat. Das mache ich immer noch, aber inzwischen loote ich nicht mehr jeden Scheiß, sondern lasse einfach das meiste liegen. Also er hat beim Waffenvergleichen, das hat er schon hinbekommen, dass er da teilweise 15 Minuten schweigend in seinem Inventar verbracht hat und ich dann dachte so, lolala, was mache ich jetzt? So, ich habe dann teilweise Gegner angelockt, weil mir langweilig war. Das habe ich ihm natürlich nie gesagt. Aber. Ist hier irgendwo das Kammersymbol? Nein, es kommt noch. Aber hier kann man so schön klettern, hier muss doch irgendwas sein. Er hört jetzt gerade bei mir im Hintergrund, ich werde gerade angerufen. Oh, ja, okay. Ich stoppe mal die Aufnahme. Okay. Ich muss euch jetzt was verraten. Na, was denn? Der Röpsi hat eben einfach Erbsensuppe gegessen. Warum erzählst du sowas? Das hat man noch gar nicht mitgekriegt. Nee. Wäre jetzt schnittlos gewesen. Das war nicht so schwierig. Ich wollte dich verraten. Oh cool, ich habe einen Spielerskin bekommen. Was? Für Kopfschuss. Ach, stirb hart. Ich? Ja. Warum? Weil du einfach... Okay. Das war nicht so ernst gemeint, Mann. Oder einfach Spielerskins ein. Oh, du bist doch da oben. Das dauert ewig, bis sie da hochkommen. Ich falle runter. Ich weiß aber nicht, wo ich hinfalle. Nee, du bist... Ich bin jetzt runter. Ja, ich sehe dich, ich sehe dich. Ich komme nicht hin. Nein. Ja, hab ich. Okay. Sehr, ja, auf was soll ich denn schießen? Scherzkeks. Ach, da. Komme ich hier wieder weg? Ja, passiert nur. Ja. Ah, da. Ne, komm ich nicht. Ja, die meisten Aufreger hatten wir übrigens, während wir hier irgendwo in irgendwelchen Gebäuden und Gegenständen festgeglitscht sind und dann sterben mussten, weil wir aus diesem Glitch nicht rauskamen. Ja. In Texturen hängen ist super. Das mache ich am liebsten. Direkt nach dem Bug, dass dieser Todeszeitpunkt, dieser Countdown, dass der einfach voranschreitet. Nicht stimmt. Da hatten wir auch schon ganz oft, dieses Countdown geht runter, du bist aber auf einmal übelst tot. So, einfach so. Ohne Grund. Das hatte ich eben doch. Hatte ich eben sogar, dass ich einfach tot war. Jetzt geht's hoch, dem schönen Pfeil entlang. Und hier sind natürlich noch Kisten. So, damit will ich übrigens nicht sagen, dass die Gegenstände hier falsch gelegt sind, sodass hier Glitches entstehen, wo keine Sachen sind.
Sondern hier steht einfach nur so viel Zeug rum, dass man halt irgendwie, ja, überall hängen bleibt, aufgrund, dass da so viel steht und nicht aufgrund von, dass es falsch gerendert ist. Und manchmal bleibt man halt auch hängen, obwohl es überhaupt keinen Sinn ergibt. Dann hat man irgendwie so einen runden Felsen vor sich und ja, eigentlich könnte man dran vorbeigehen, aber man bleibt an diesem Felsen hängen. Okay, jetzt hast du gerade das Gegenteil von meinem erzählt. Aber das ist mir schon ganz oft passiert, dass ich an irgendwelchen runden Felsen oder so hängen geblieben bin. Schlechter als meins. Hier gibt es eine mit 10.000 Schaden. Ja, die sehe ich mir auch gerade an. Die ist besser als meine. Darfst du gerne mitnehmen. Ja, darf ich? Ja. Aber ich bin voll. Ich dir das mit. Was hältst du davon, wenn du die mitnimmst und du die gegen meine tauschst? Meine ist ein bisschen schlechter nur. Können wir uns nachher gerne angucken. So, jetzt müssen wir in dem Bereich erstmal die Gegner platt machen, dann kann ich dir danach das Logo zeigen. Weil ansonsten würden uns die Gegner nämlich etwas daran hindern, das Logo zu erreichen. Weil das ist leider wieder mit etwas Springen verbunden. Oh nein. Oh ja. Und dann zeigen wir euch gleich mal das erste Mal. Moxie. Moxie gehört neben Tiny Tina, den wir nachher auch noch kennenlernen, zu meinem Lieblingscharakter. Nachher ist gut. Warum? Ich glaube, bis Tiny Tina dauert es aber noch ein bisschen. Das stimmt. Also Tiny Tina lernt ihr dann wahrscheinlich in 5 Stunden kennen. Brauchst du Hilfe bestimmt, ne? Da ist ja. I need help. Oh, den habe ich aber nicht mehr gesehen. Dir. Das ist jetzt kacke. Wo ist denn der? Ach, da. Ah, super Badass. Den kriege ich doch nie im Leben platt. Ach, da ist noch ein anderer. Okay. Ah, den hast du gekriegt. Du musst mir helfen. Wo bist hinter dir, direkt hinter dir. Fuck. Ah, wieso bist du tot? Warum bist du tot? Rage-Modus 1000! Warum bist du tot? Weil du erst Pediküre machen musstest, bevor du mir hilfst. Nein, ich hab dich erst nicht gesehen. 10.000. Und unten haben die Gegner auch wieder gespawnt, ey, so ein Dreck. An allen vorbeilaufen. Es liegt daran, weil du so lange Erbsensuppe isst. Was nicht aufgenommen wurde und nicht im Internet steht, ist nicht passiert. Ich schieße ihm jetzt in den Kopf. Er sagt, er lässt sich nicht umbringen. Außerdem steht hier auf dem Schild Edith, Edith, Edith. Also sprich, wurde hier geradezu eingeladen oder vom Spieler dazu benötigt. Ich brauche noch eine Weile nach oben, ne? Ist mir klar, das habe ich mitbekommen. Und er läuft vor mir weg, der Arsch. Nee, das schaffe ich nicht. Nee. Naja, das ist meine Rache dafür, dass ich dich nicht gerettet habe. Rupsis Rache. Durch einen super Badass ausgeführt. Der gleiche wahrscheinlich. Ja. Aber er war schon halb platt. Wo bist denn du jetzt? Ich sehe ihn gerade. Ich will nicht nochmal. Oh nein! Oh, das ist doch scheiße. Jetzt sterbe ich durch den gleichen, der dich umgebracht hat, nochmal, oder was? Vermutlich, ja. Oh, ich glaube, ich laufe gerade in die falsche Richtung. Ich warte hier auf dich, ne? Ja. Oh, ist das zum Kotzen, Alter. Ich könnte mich aufregen ohne Ende. Verdammte Scheiße. Alles wird gut. Alles wird gut. Nix alles gut. Wird gut. Alles wird gut. So. Empfiehlt, dass sie ihre postmortale Frustration hier, kostet nicht mal mehr 10.000. Ich habe inzwischen so wenig Geld, dass es nur noch 9.000 kostet. Freu dich doch. War der nicht schön? Sag, dass er schön war. Was war schön? Der Kopfschuss. Ach, ist das zum Kotzen. Ist das schon wieder ein super Badass? Oh, wo bist du denn? Diesmal nicht. Ich bin aber gleich tot. Ich werfe mal meine letzte Granate. Fuck. So ein Arsch. Ernsthaft. So ein Arsch. Hilfe. Kann ich sagen?
Ja, bitte, schnell. Halt still. Ich erwisch die von hier aus auch nicht. Ich hau mal hier ab. Das ärgert mich richtig, ey. Ah. Das schöne, gute Geld. Alter, der hat aber auch einen Schuss, ey. Ein Schuss, man ist echt weg. Ja. So, jetzt mach ihn platt. Riss es hin? Nee. Schieß weiter. Auf nimmer Wiedersehen. Okay, er ist tot, aber verbrannt durch dich. Ja, ich hab's gehört. Sie hat sich gefreut darüber. Und der hat auch nur Scheiß fallen lassen. Ich bin auch eh voll. War da hinten nicht ein Verkaufsding? Ich geh mal eben kurz Kram verkaufen. Das macht, glaube ich, inzwischen wieder Sinn. Angebot des Tages, Assassinenmotto, wahrscheinlich keiner, der dir gefällt. Katzen, alles gut. Nee, die verkaufe ich. Die ist zwar von meinem Freund zur Hammerlock, aber die ist scheiße. So was kann ich nichts anfangen. Komm jederzeit wieder vorbei. Die verkaufe ich auch. Och, Kätzchen, nicht streiten. Ich muss hier Leute umbringen. Hart. Hart umbringen. Wenn ich jemanden umbringe, dann bringe ich ihn immer hart um. Langsam geht mir übrigens auch die Mumba aus. Ja, mir auch. Ich weiß, dass oben vor Lynch auf jeden Fall noch ein Automat kommt. Es wird aber schwierig, also... Bis überhaupt da hochzukommen, jetzt. Ja. Und dann auch genug, ich sammle hier mal eben die anderen Waffen noch ein. Die sind zwar kacke, aber hier ist direkt ein Verkaufsding nebenan. Kommst du alleine klar? Ja, ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Was denn? Dass ich hier Sterbemodus komme. Brauchst du mich? Nein, nein. Gut. Wie geht's weiter? Den verkaufen wir auch mal. Ist ja immer schwierig. Man behält immer so viel Kram. Aber man weiß, dass man diese Art von Waffe sowieso nie benutzen würde. Okay, dann schalte ich nochmal eben meinen Klassenmod frei, den ich hier habe. Und dann könnte ich jetzt mal zu dir kommen. Wenn du nichts dagegen hast, das würde ich... Bist du durchgerusht oder sind die Gegner oben? Nein, die sind alle noch hier unten. Okay. Durchrushen sind zu viele da mit zu viel Schild. Okay. Hallo Freunde, also ich schieße auch. Schon, ich bin der Meinung, dass der anstrengender ist als der normale. Oder kommt einem das halt echt nur so vor? Es kommt einem nur so vor. Ich fand die, gerade diese Gegend fand ich auch im normalen Modus extrem schwierig. Okay. Oder wenn es zu glatt kann natürlich auch sein. Wir werden jetzt hier herzlichst ausgelacht von unseren Zuschauern. Nein. Weißt du? Ja. Die haben alle Angst. Die haben alle Angst vor mir. Die trauen sich gar nicht, mich auszulachen. Warum haben die Angst vor dir? Weil ich nackt bin. Aber ich bin nur betrunken. Das tut bestimmt nicht gut. Ich habe da gerade ein paar gesnipert, falls das okay ist. Während du was auch immer du da gemacht hast. Nichts. Däumchen drehen und Bier trinken, habe ich doch gesagt. Okay. Deswegen dauert das hier auch alles so lange. Und du wirst mit jeder Flasche wirst du schlechter. Aber du hast dann wenigstens eine Ausrede. Nicht wahr? Wo kommst du denn her? Du kleiner Zwerg. Vielleicht immer am niedlichsten. Gut, niedlich wäre jetzt nicht der erste Begriff, aber... Ich hol mal wieder mein langes Ding raus.
Erzähl mir mehr. Und stecke es ihnen in den Kopf. Oder so. Dem Zwerg ist der Kopf explodiert. Es war zu lang für ihn. Das tut mir leid. Nasen-OP mit einer Schrotflinte. Oh, den hast du erwischt. Okay, den hast du auch erwischt. Gut. Ich hatte gerade ein zittriges Händchen. Ich hoffe, das verzeihst du mir. Du meinst so wie bei Adams Family? War das auch zittrig? Nein, nein, war das nicht freundlich? Das ist kalt. Das kalte Händchen. Ich habe aber auch kalte Hände. Kalte, zittrige Hände. Separate macht hier oben wieder wupp, wupp, wupp. Wupp, 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 wupp. Wop, 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 wop. Clap, wop, 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 wop. Wo bist denn du hin? Hinter ach, dir. Da hinten. Muss mir wop, wop noch eine Weile angucken. So, versuchen wir das nochmal. Ja, und ja, vor allen Dingen jetzt sind auch wieder alle da, weißt? Ja. Ah. Ich hör's schon. Mein Schild ist gleich... Ja, geht doch gar nicht. Fickt euch hart. Ja, das war ich. Super. Ey, was? Der ist so overpowered, das geht nicht. Das ist... Ich habe auch gerade keinen Gegner da. Nur den nicht. Super Badass. Ja. Den kriege ich doch nie im Leben platt. Ja, du bist weg. Ich bin jetzt gleich auch weg. Ach, so ein Scheiß. So, das lehrt uns etwas vorsichtiger in diese Gegend rein. Aber das Vorteil ist jetzt, wir können gleich hinlaufen. Jetzt dürfte ja theoretisch... Plopp. Keine Sorge, ich mach meinen neuen Tee auf. Wir alle sterben hin und wieder. Bier. Das war ein Tee mit Kronkorken. Ich dachte, das war eindeutig genug. Achso. Das kostete 14.000. Doch noch so viel, ja? Ich laufe übrigens schon durch, falls du. Ich laufe dir hinterher, so. Falls du. Ich weiß noch nicht, wie du deinen Satz beenden wolltest, aber ich habe ihn ähnlich beendet. Aber ich glaube, wir sind im normalen Modus sind wir hier auch relativ oft gestorben. Ja? Ja. Ich erinnere mich daran. In meinem Kopf waren wir super. Wir waren auch nicht schlecht, aber die anderen waren einfach nur besser. So war das halt damals. Im normalen Modus. Damals, als die Welt noch nicht in Ordnung war. Oh, jetzt vergeht hier doch schon das halbe Let's Play, einfach nur, dass ich hier wieder hochlaufe. Und ich! Ja, guck, Gronkh, der verteilt seinen ganzen Kram immer auf alle Kisten, damit er immer durch seine ganze Welt laufen muss. Und wir sterben einfach absichtlich. Okay. So, bist du bereit? Jetzt etwas vorsichtiger angehen. Wo ist der dicke... Da ist er, den Arsch. Der Arsch. Ich sehe ihn schon, ja. Voll an der Mütze! Aufgepasst, Badass. Hast du gerade gesagt. Falls jetzt jemand wieder sich fragt, was für einen Schwachsinn ich erzähle. So, sehe ich gerade, dass er gedroppt ist? Ne, immer noch nicht. Nee, fast. Jetzt hänge ich wieder im Text. Ach, Mann. Nee, er ist noch nicht platt. Aber fast. Ich hab ihn. Ja, jetzt ist er. Oben schießt noch einer. Ich versuche ihn mal zu snipern. Oh, es sind zwei. Ja, ich habe mich schon gewundert, warum er zwei Köpfe hat. Einer ist platt. Zwei sind da auch noch. Drei. Da ist gerade die Tür aufgegangen. Oh, der eine kam gerade vom Klo. So, der ist auch platt. Da sind aber noch drei. Da hinten ist noch ein Outlaw. War ein Outlaw. Zwei müssten da noch sein. Das sehen die Zuschauer übrigens auch, wenn sie oben rechts auf die Karte bei dir gucken. Da wird die Anzahl der Gegner, die noch da sind und ihr Standort angezeigt. Der ist weg. Ah, die Granate habe ich trotzdem noch gekriegt. Scheiße, ich dachte, ich schaffe das schnell genug.
Das war's jetzt aber hier, ja? Gut. Ja, das war's. Hier sind keine roten. Gleich dem Kammersymbol widmen. Mhm. Okay, haben wir ein Schild, was schlechter ist als meins. Heilung brauchst du keine. So, jetzt treffen wir das erstmal auf Moxie, das kann ich euch gleich mal zeigen. Die Damen, die werten Damenzuschauer können mal kurz wegschauen. Ich will Moxie sehen. Ach, hier sind die Wichsbuden. Hau ab da! Hier sind die Wichsbuden. Aha. Und da sehen wir auch schon Moxie. Und die Taschentücher. Moxie 1. Moxie 2. Geh raus hier, wir möchten mit Moxie alleine sein. Ach, geh du weg, geh in das Nachbarzimmer. Da ist ja nichts. Ach so, es gibt nur eine Moxie-Kammer. Genau, und hier haben wir Moxie 3. Willst du mal wissen, wozu die hier sich Fröhlichkeit verschafft haben? Schau mal, was neben der Toilette liegt. Claptrap? Nein. Mm. Ein Teddybär. Nur damit du weißt, wie die hier so drauf sind. Was haben wir denn hier Schönes? Ein blaues Buch. Das ist für mich. Ein unberechenbarer Killer-Klassen-Mod für dich. Und noch einer für dich. So. Es geht's weiter hoch. Ja, lass dir nur Zeit, Untertan. Auf unbeweglichen Plattformen rumzustehen ist meine drittliebste Lieblingsbeschäftigung. Wir müssen hier einen. Hast du gerade mitgekriegt, dass Captain uns ermahnt hat, dafür, dass wir hier so lange brauchen? Ne, komm mal bitte zurück. Ich komme zurück. So, jetzt, da wir eh schon lange brauchen. Ich wünschte, ich hätte Beine. Ich auch. Und ich wünschte, ja? Das ist keine Stimme. So, und zwar hier rüber. Geschafft! Das war's aber leider noch nicht. Mist. Aber meine Munition ist auf magische Art und Weise wieder voll. Dann hier? Wie soll ich das denn bitte schaffen? Das ist immer noch nicht das Ende. Geht noch weiter. Okay, das habe ich geschafft. Dann hier. Ah, okay, das habe ich nicht mal geschafft. Da oben drauf. Mhm. Okay. Hast du geschafft? Ich hol gerade Anlauf. Na toll, an der Kiste hängen geblieben. Aber nicht runtergefallen. Immerhin. Okay. Wie soll ich das denn bitte schaffen? Ah, so. Ja. Puh. Und dann den letzten hier, ne? Okay. Mach du vor. Und hier ist das Kammersymbol. Nein! Ich bin einmal ganz runtergefallen. Ich komm wieder hoch. Mhm. Ach, ich will dieses dumme Kammersymbol haben. Ich kann mich entsinnen im Normalmodus. Also ich habe ja, wie gesagt, mit meinem anderen Charakter schon relativ viele von den Kammersymbolen gemacht. Wie man teilweise an den Kammersymbolen verzweifelt, weil die an so scheiß Springstellen sind. Mhm. Oder ich kann mich entsinnen an diese eine Aufgabe. War das auch mit dir, wo ich diesen Mast machen wollte? Ja klar, war das mit dir. Ja, da haben wir zusammen, glaube ich, eine Stunde an diesem Mast gesessen. Ja. So. Ersten habe ich geschafft. Zweiten habe ich geschafft. Dritten habe ich geschafft. Yay, da ist er. Ah, auf dem Boden. Fantastisch. Fantastisch. Und da hinten ist auch eine Lootkiste. Genau, einen blauen Klassenmod für mich habe ich schon rausgenommen. Gunzerka ist nix für mich. Nee. Da ist aber noch Kohle. Ich wollte sagen, kannst du, wenn er nur preistechnisch irgendwie mitnehmen? Ja, aber es müllt mir das Inventar mal so voll. Aber wie viel bringt denn der? Ach, den hast du jetzt schon eingesteckt. Ja, hab ich schon. 3000. Na gut. Du hast es nötiger als ich, glaube ich. So. Ja, wir könnten jetzt theoretisch hier hochrennen oder gleich unser Kumpel Claptrap hier hochholen. Was gehört zur Hauptstory? Claptrap holen, ne? Ja. Ja, holen wir Claptrap. Oder ist hier oben noch irgendwas Interessantes? Nee, da müssen wir eh hoch. Ach so. Machen wir das so. Hi, Claptrap. Dann wollen wir doch mal. Dann sind wir gleich bei Flint. Da haben wir endlich einen Speicherpunkt. Das finde ich gerade eher... Stimmt, Frau Flint. Da können wir auch endlich mal, ja, den Schrott... Loot kaufen und verkaufen.
Bones. Ach, Geliebter. Verkaufsstand für Munition.